So PS4 komplett neu machen. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, habe ich vergessen. Ja, gut. Dann ist es ja halb so wild. Wobei, ja, gut, ich glaube, dadurch, dass du ja den Account hast, wäre der Schal ja sowieso gespeichert, aber. Ja. Sanftboxen hat sehen, wie großwachsende gegenseitige Winde weichschlagen. Ist Art von. Art von Kampfen Spielko. Sanftbox hat Hüpfenherz bekommen mit neugierig. Aber Sanftbox denkt, kannst du noch besser machen. Und Großwachsene haben wirklich Ideen nehmen von dem neuen Spiel. Ja, gut, du musst das Spiel ja neu installieren, aber da es ja ein Online-Spiel ist, hast du ja auf deinem Account immer noch den Char. Rein theoretisch. Weil selbst wenn ich vom PC das Spiel komplett runternehmen würde, das neu installieren würde und mich mit demselben Account einlogge, ist der Char ja noch da. Eigentlich. So. Also der Char wird ja nicht gelöscht. Du musst halt nur das Spiel neu installieren. Und dich halt neu anmelden. Wobei anmelden musst du dich, glaube ich, an der Konsole eh immer. Ich glaube, Konto musst du dich sowieso anmelden. Ist ja nicht wie bei ESO. Bei ESO kommst du einfach so rein. Name ist Stahlschwing und Regel ist ganz leicht. Großwachsene gibt andere Großwachsene mit Goblin-Maschinen. Kräftig eins auf Nase, Co. Und wenn wichtigste Beute von Feinde ganz Schrott machen ist, bist du Sieger. Das brauchst du doch nicht Sorgenrunzeln auf Stirn falten. Kämpfen passiert natürlich alles auf alles auf sicherer Arena fällt. Wärmst du schon mal auf, Großwachsene? Dann erklärt Sanftbox gleich genauer Regel. Oder hast du vielleicht Hose voll? Nein. Wäre aber seltsam. Wäre aber seltsam. Weil du hast ja trotzdem noch deine Logging-Daten, oder nicht? Logging-Daten hast du ja trotzdem. Es sei denn, du hast dein Passwort vergessen. Also deine kompletten Login-Daten. Dann. Gut. Könnte man sie nur beantragen. Beantragen höchstens. Glaube ich, dass man sie beantragen kann. Aber an sich, der Account bleibt ja eigentlich bestehen. Sollte man nicht mehr trinken können, ne? Auf meinem alten Handy war Schrott. Neues Handy. Ja, gut, okay. Wie gesagt, wenn man die Zugangsdaten nicht hat, dann gut. So. Kann ich das andere Ding jetzt schon freischalten? Einmal nach Gridania, bitte. Erstmal mit einer E-Mail verbunden, meine ich. Ja. Eigentlich ja. Wie gesagt, wenn du, ich glaube, wenn du Benutzername oder Passwort vergessen hast, kannst du beides ja neu wieder anfragen, meine ich. Du musst halt nur deine E-Mail-Adresse wissen. Das auf jeden Fall. Gut, und wenn du nur eins weißt, Passwort oder Dingens, kannst du jeweils das andere, meine ich, neu anfragen. Das ist der Fronteinsatz. Kann ich nicht alles machen für PvP. Ich da auch noch hin. Vermögen, wie viel habe ich denn? 2900. Ist auch noch was? Nee. Egal. Geht ums Prinzip. Gefördert werden.
herzlichen Glückwunsch. Du wirst hier mit offiziell befördert. Ab sofort darfst du dich zweite Novize nennen. Wertmarken. So. Hier Wertmarken. Sehr gegrüßt, Kameradin. Die Bruderschaft braucht dich für einen wichtigen Einsatz. Die Karte Nummer Heide ist dir ein Begriff, oder? Genau, ich rede von der verdammten Gegend, die vor 5 Jahren zum traurigen Mittelpunkt der 7. Katastrophe wurde. Als dort die Truppen der Eoseischen Allianz und der Galeischen 7. Legion aufeinanderprallten, während Dalamut auf sie raste. Seither ist die Heide ein Niemandsland, über das keine Stadt Staat gebietet. Jedoch hat die Entdeckung alter allergischer Ruinen Begehrlichkeiten geweckt. Für die Bruderschaft der Morn Reaper sind die Ruinen von großer Bedeutung. Deshalb wurde beschlossen, sie zu erforschen und unseren Anspruch darauf gegenüber den anderen staatlichen Gesellschaften durchzusetzen, notfalls mit Gewalt. Allerdings erheben auch Limsa Lyminsa und Ulda Anspruch darauf, was zu Spannungen auf der Karte Nur Heide geführt hat. Immerhin konnten eine Übereinkunft getroffen werden, dass alles, was auf der Heide vorfällt, unter keinen Umständen nach außen getragen wird. Damit unsere Streitigkeiten nicht grundsätzlich das ansonsten freundschaftliche Feld, das der Stadtstaaten zueinander belastet. Die Karte Noah Heide wurde sozusagen zu einem rechtsfreien Ort erklärt und schon spielen sich dort heftige Kämpfe ab. Damit komme ich zum Kern meines Anliegens. Ich möchte dich bitten, an den Kämpfen an der Karte Noah Front teilzunehmen und die allergischen Ruinen für die Bruderschaft zu sichern. Derzeit wird Zugang zur Karte Noah Heide streng bewacht. Doch ein Luftschiff steht bereit, um dich auf kürzestem Weg an die Front zu bringen. Bereite dich gut auf den Einsatz vor und melde dich dann am Landeplatz von Gridania beim Luftschiffsoffizier unserer Bruderschaft. Hui. Nach 3 Millionen Jahren. Das ist alles nur für PvP. Denn bei dem Serienmeilenstein gibt es einmal das Beiser-Etikett, Uli Uli Uli, hätte ich gerne. Es gibt 2 Begleiter, hätte ich gerne. Und es gibt ein Horn, ein Mount, hätte ich auch gerne. Alles andere dazwischen drin ist mir eigentlich Wumpe. Aber ich hätte die Sachen gerne. Also muss ich in den sauren Apfel beißen und PvP machen. Nur die Google-Adresse von DC und Twitch gemerkt, weil ich die Daten meiner besten Freundin geschickt habe. Okay. Ja, gut. Aber hat man nicht eigentlich immer ein und dieselbe E-Mail-Adresse? Mit der man sich irgendwo einloggt? Sind schon wieder so viele Bots unterwegs. Das ist... Warum macht man sich so viele Bots? Sehr gegrüßt, zweite Novizin Eistatze. Ich werde beauftragt, dich über deinen Einsatz an der Karte Noah Front zu instruieren. Yay. Also ich werde so schnell versuchen, die eine Stufe da zu erreichen, damit ich meine Ausrüstung verwerten kann. Das Einsatzziel lautet, die äußere Ruinen erobern und halten. Das Hauptquartier ist überzeugt, dass uns die Kontrolle über den äußeren Bereich
den ungehinderten Zugang zu den einigen meinem nördlich gelegenen zentralen Ruinen ermöglicht. Mit anderen Worten, der Erfolg des Einsatzes ist der entscheidende erste Schritt, um später die Schätze der inneren Ruinen in unsere Hand zu bekommen. Das Luftschiff steht bereit, um dich direkt an die Karte Nord Front zu fliegen. Dort gilt es im südlichen Teil, das verschiedenste strategisch wichtige Punkte zu erobern. Sowohl der Malstrom als auch die Legion der Unsterblichen haben ebenfalls Truppen in das Gebiet entsandt. Denk daran, obwohl wir eigentlich Verbündete sind, herrscht an der Karte Nord Front Gesetzlosigkeit. Dort gibt es keine Gnade. Sei gewarnt, Augenzeugen berichten von seltsamen Kriegsmaschinen, die aus dem Zentrum der allergischen Ruinen stammen und in die Kämpfe eingreifen. Voran, zweite Novizin Eistatze. Die Einsatzbesprechung ist hiermit beendet. Komm an Bord, sobald du zum Flug bereit bist. Ich wünsche dir viel Erfolg. Juhu. Dann habe ich zwei E-Mail-Adressen. Okay. Klasse Krieger und Magier außer beschränkte Jobs. Ich muss jetzt nicht ernsthaft noch. Ich muss, glaube ich, erstmal meine Beförderung haben. Ach, leck's mich doch am Arsch. Leck's mich fett, ey. Ach, das geht ja noch gar nicht. Muss ich ja erst den Auftrag für erledigen. Oh mein, da bin ich echt mit dem Kopf ein bisschen durch. Wir haben auf jeden Fall noch 8 Level. Dann mache ich jetzt einmal ganz kurz. Die Klassenquest. Oh, sieh mal an. Du hast wohl die Zielscheiben zerschossen. Ganz ordentlich für eine Abenteurerin, aber gerade mal das äußerste Minimum für Weitläufer. Die Geschichte des Bogenkunst ist lang und besitzt vielfältige Aspekte. Wir Erschatten haben unsere Kunst in zahllosen Schlachten verfeinert. Meine Vorfahren waren es, die alle Strategien ausgearbeitet haben. Wie man sich vor dem Blick des Feindes verbirgt und aus dem Hinterhalt angreift. Wie man sich die Entfernung zunutze macht, eine Distanz hält, die der Gegner nicht zu überbrücken vermag. All das ist... Ach, was erzähle ich dir jetzt alles? Du kannst es eh nicht begreifen. Aber falls du tatsächlich willens bist, unserer Tradition zu folgen... Dann beweise mir, wie ernst es dir mit deinem Entschluss ist. Kämpf mit den Ixal. Wenn du auch nur ein bisschen Ahnung von der Geschichte Gridanens hast, weißt du, was diese Teufel für uns bedeuten. Die kampieren an einer bestimmten Stelle nahe Ethards Wachturm im Nordwald. Warte dort, bis sie sich zeigen. Aber gib dich nicht mit dem Fußwerk ab. Das sie ist nur der Anführer. Nezul Katlan, der Verwüster. Er wird von seinen Leuten geschützt werden. Behalte einen kühlen Kopf und sobald die Gelegenheit günstig ist, ergreif sie ohne zu zögern. Siehst du, dass es hier, dem Wesen nach um denselben geht, wie bei den Zielscheiben? Ein bestimmtes Ziel, das du treffen musst, ohne selbst getroffen zu werden. Im Übrigen wirst du dabei merken, warum die Jagd niemals die wahre Bogenkunst sein kann. Schwächliches Getier nachstellen kann jeder. Bei einer Unzahl überlegener Gegner ausschalten? Denk darüber nach. Erledige den Ixal-Anführer und ich werde dich als ernsthafte Bogenschützin anerkennen, falls du es schaffst. Im Nord weiter. Okay. Nordweit kriegen wir hin.
Ja, ich hab ja jetzt Reittiere. Mounds sind super, ja. Ich hab ja jetzt endlich welche. Jetzt hab ich endlich welche. Ich darf endlich mein Reittier benutzen. Kein tolle Pippe. Ja, hör auf. Ich habe auch keine tollen Adler. Oder tolle Pferde. Aber ich habe eine Katze. Wobei, warte. Das hier ist auch niedlich. Ich finde das so cute, ey. Vor allem grimmig, beziehungsweise traurig. Zufrieden. Happy. Ich finde das cute. Schon nice, sich von so einer schwarzen Wollhartzecke tragen zu lassen. Das ist auch nice. Das ist richtig cute. Aber die tollen Mounds kommen ja später noch. Wir holen die uns ja hier auch alle. Ist ja nicht so, als wären sie aus der Welt. Es dauert halt nur. Früher oder später kriege ich sie noch. Erster Auftrag ist jetzt Gilde zusammenkriegen. Also keine Gilde direkt, aber ich will halt meine Boni haben. Ich will halt Boni haben. Und da ich keinen Bock auf irgendwelche anderen Gilden habe, weil die meisten hier eh nur Englisch sprechen, mach ich meine eigene wieder. Ups, ich krieg meine Boni. Kommt mir nur zugute. Braucht doch gar nicht fischen. Egal. Schaffe ich heute eh nicht mehr. Leider. Es ist wirklich unglaublich. Du hast allen Ernstes Nesuri Katlan bezogen. Das bei all den Ichselwachen. Wie kommst du nur zu so viel Glück, frage ich mich.
Geradezu unverschämt viel Glück. Aber gut, ich werde mein Wort halten. Ich würde zwar nicht so weit gehen, dich nun anzuerkennen, aber sagen wir, es kümmert mich nicht, ob du in der Gilde bleibst oder nicht. Wow, das ist ja ein richtig geiler Fortschritt. Aua. Du kannst gehen. Lucien ist unten. Berichte deiner Gildenmeisterin von dem Kampf. Zieh mir nur schon mal Schuhe an, weil ja bald Feierabend ist. In ein paar Minuten. Obwohl, das nämlich gleich nicht machen. Mal kurz aufstehen. Oh. K.O. vom Sitzen. Nicht schlecht, Adaya. Du hast eine beachtliche Übermacht an Ixa überlistet. Bin stolz auf dich. Aber Lucien, das ist keine Übung mehr. Sie ist doch nur eine Abenteurerin. Du kannst dir wer nicht erlauben, sie als Spielfigur in unseren alten, verfahrenen Konflikten einzusetzen. Und Silver macht sie auch noch lustig über sie. Nach allem erkennt er sie immer noch nicht an. Jetzt sagt er, es sei nur Glück gewesen. Oh, bist du dir sicher? Aber er hat doch... Natürlich hat er gesagt, es sei Glück. Aber er weiß, dass es weit mehr als das brauchte. Nun kann er seine Fehler nicht so ohne weiteres eingestehen. Das ist seine Art. Hast du nicht gesehen, wie verlegen er war? Er hat Adaria anerkannt. Sei beruhigt. Ihm ist zwar am wenigsten bewusst, dass er seine wahre Ansicht nicht verbergen kann. Seine wahren Ansicht nicht verbergen kann. Auf jeden Fall hast du gute Arbeit geleistet, Adaria. Du hast Lace und Silvers Lektion erfolgreich in der Tat umgesetzt. Bewiesen, wie vortrefflich du mit dem Bogen umgehen kannst. Da du die Grundlagen gemeistert hast, werde ich dich nun in eine ganz besondere Technik einweihen. Die sogenannte Mannstopper-Technik. Dein Schuss schleudert dich um 10 Jalme zurück, also weg aus der Gefahrenzone. Das kann dir als Bogenschützin im entscheidenden Moment etwas Luft verschaffen. Und den Mannstopper im Kampf und über den Mannstopper im Kampf und du wirst sehen, dass ich nicht übertreibe. Ach ja. Du kommst zur rechten Zeit, Adaria. Ich habe eine Aufgabe für dich. Buscaron vom Gasthaus Buscarons Horst im Südwald hat sich mit einer Bitte an uns gewandt. Er sagt, er habe Wilderer in der Nähe seines Gasthauses gesehen und wäre dankbar, wenn wir ihm jemanden von den Waldläufern schicken könnten. Könnt ihr das übernehmen, ihr drei? Was? Drei? Adaria, ich und der? Lass mich das alleine erledigen, Lucien. Die beiden Anführer sind mir nur ein Klotz am Bein. Nein, ihr geht zu dritt. Ende der Diskussion. Außerdem hast du ihr Talent doch selbst anerkannt. Ich habe es unterlassen, sie hochkant aus der Gilde rauszuwerfen. Das heißt aber nicht, dass ich sie in irgendeiner Weise anerkenne. Hey, bist du etwa hier der Gildenmeister? Bildest dir was drauf ein, dass du mal bei Nofika Schar warst? Dabei bist du nicht mal mehr dabei. Dich erkenne ich auch nicht an. Und immerhin kann ich mein Land verteidigen. Mondkalb. Anders als die primitiven Feinsteller. Oh, du Selbstgefälliger. Was weißt du schon über uns Mondstreuner? Schluss jetzt mit dem Unsinn. Ihr geht jetzt in den Südwald und seht bei Buscaron nach dem Rechten. Und zwar zu dritt. Verstanden? Das hat gesessen. Jo. Ja, ich weiß, was gleich kommt. Gehe ich erstmal zurück zu Menfilia. Uns da noch die Quest ab. Dann machen wir die Gehilfen-Quest.
Und dann machen wir Feierabend. Dann geht's Sonntag erst weiter. Da muss ich diesen Schar jetzt so lange ruhen lassen. Jetzt schon furchtbar. Nun, da wir unsere neuen Mitstreiter begrüßt haben, lasst uns gleich zu einer ernsteren Angelegenheit übergehen. Uriangée, bist du die Unterlagen von Baldesions Gelehrten durchgegangen? Ja, sie waren sehr aufschlussreich. Die Bruderschaft der Morgenviper hat uns mit Nachforschungen beauftragt. Ida, Papa Limo, könnt ihr bitte die Lage zusammenfassen? Credania möchte, dass wir herausfinden, welche Absichten die Sylphen im Wald verfolgen. Die Sylphen sind drollige Feen, die wie, nun ja, Gieserbüschel aussehen, also fliegende, und den Primae Ramu verehren. Sie gelten zwar als wilder Stamm, sind aber viel friedfertiger als die streitlustigen Ixal. Sie lassen durchaus mit sich reden. Vielleicht können wir mit den Sylphen über das Primae-Problem sprechen. Die Existenz Ramus ist seit langem bekannt. Ramus? Doch es gab bisher keine Anzeichen, dass die Sylphen ihn beschwören wollen. Das schließt eine Beschwörung allerdings nicht aus und macht Ramu nicht weniger bedrohlich. Die Credania zerbrechen sich nun den Kopf darüber, ob sie gegen Ramu vorgehen müssen. Das wollen sie möglichst vermeiden, denn ihnen sitzt bereits die von den Ixal verehrte Windgöttin Garuda im Nacken. Sie ist die wildeste aller Primae. Und Credania hat mit ihr allein schon alle Hände voll zu tun. Deswegen müssen wir mit den Sylphen reden, um eine diplomatische Lösung zu finden. Deine besondere Gabe ermöglicht dir vielleicht, die Herzen der Sylphen für dich zu gewinnen. Dann könntest du ihnen Informationen über Ramu und die anderen Primae entlocken. Wirst du uns helfen? Danke. Ich würde selbstverständlich mit dir gehen, aber in Credania wäre ich dir keine große Hilfe. Dort kenne ich mich nicht gut aus. Deshalb schlage ich vor, dass dich unsere Credania-Spezialisten Ida und Papa Limo begleiten. Ja, das wird wohl das Beste sein. Seid ihr einverstanden? Aber klar doch! Selbstverständlich! Yay! Meine Aufgabe für wen ich das schaffen wollte. GZ? Jetzt machen wir das so lange, bis wir in den Ostwald reinkommen. Und im Ostwald habe ich dann, wie gesagt, hier eine Hilfenquest da noch. Dann geht's Richtung Bett. So langsam. Was haben sie nur vor? Ich hoffe wirklich, dass der Bund der Morgenröte etwas aus den Sylphen herausbekommt. Oh, eine Abenteurerin.
Auf schleichenden Sohlen. Entschuldigt, ich war ganz in Gedanken. Was kann die Bruderschaft der Morgen Viper für dich tun? Sieh an, wenn das nicht zweite Novize in Eistatz ist, es ist genau der Eifer, den ich von einem aufstrebenden Mitglied der Bruderschaft erwarte. Bereit zum Dienst, nehme ich an. Guten Tag, Kommandant. Wir würden euch ja Daria ja gerne für die Aufgabe der Bruderschaft überlassen, aber leider führt uns heute eine andere Angelegenheit her. Ida und Papalimo, es ist mir stets ein Vergnügen, euch beide zu sehen. Meine Männer erzählten mir, dass ihr in letzter Zeit für den Bund der Morgenröte tätig seid. So ist es, Kommandant. Wir haben gehört, dass die Bruderschaft Hilfe bei einer Ermittlung braucht. Jawohl, da habt ihr richtig gehört. Ihr habt sicherlich vernommen, dass wir Nachforschungen über die Sylphen anstellen. Ein seltsamer Widerstamm, der in den Tiefen des Finsterwaldes beheimatet ist. Die Sylphen sind zur Freude der ältesten Saatseherin ein größtenteils friedlebendes Völkchen, das keinerlei Absichten hegt, in sinnlose Kriege verwickelt zu werden. Der Bruderschaft geht es ähnlich, und genau aus diesem Grund hat die Beziehung der Sylphen zu dem Primae Ramu gewichtige Fragen für uns aufgeworfen. So freundlich sie auch erscheinen mögen, ein Widerstamm bleibt ein Widerstamm. Sollte es auch nur den geringsten Anschein haben, dass die Beschwörung der Primae das Gleichgewicht zwischen Gridania und den Sylphenstämmen stören könnte, so dürfen wir diese Möglichkeit nicht ignorieren. Vorsicht ist besser als Nachsicht, in der Tat. Führen wir einen Schlag gegen Ramu durch oder ignorieren wir das Vorgehen der Sylphen? Das ist die Frage, aber ich verfüge nicht über genügend Informationen, um mir meine Meinung zu bilden. Es gibt zahlreiche Meinungen zu dem Thema in Gridania, aber nur den Ansichten der eigenen Leute Gehör zu schenken, ist einer der größten Fehler, die ein Kommandant machen kann. Ich würde nur zu gern hören, was die andere Seite, die Sylphen selbst, dazu zu sagen haben. Dafür benötige ich unbeteiligte Dritte, um eine Verbindung herzustellen. Und da kommt der Bund der Morgenröte ins Spiel. Die Sylphen von der Sylphenzuflucht sind sehr friedfertig und führen zahlreiche konstruktive Gespräche mit unseren Leuten. Ich würde daher gerne wissen, was sie über ihre aufgebrachten Schwestern denken. Aber seid trotzdem auf der Hut. Die Tradition und Etikette der Sylphen sind gänzlich anders als unsere. Ihr solltet daher mögliche Fettnäpfchen von vornherein ausschließen. Auf dem Weg zur Sylphenzuflucht kommt ihr an der Jagdhütte der Hawthorns vorbei. Unser dort stationierter Offizier kann euch sicherlich einen guten Rat geben, wie ihr das Wohlwollen der Sylphen gewinnt. Gute Reise. Ein freundliches Geplauder mit den Sylphen? Das wird eine willkommene Abwechslung sein. Zur Jagdhütte der Hawthorns, nicht wahr? Nun, ich glaube, die Fähre vom Süßholzsteg sollte uns direkt dorthin bringen. In der Tat, ein freundliches Geplauder. Ich hoffe, das wird so einfach, wie du es dir vorstellst, Papalimo. Mal gucken. Was von meinem neuen Account eine Barbe kommt. Teilweise, und das ist auch nicht schlimm. Alles gut. Alles gut. Kein Problem. Welchen neuen Account meintest du jetzt? Meinst du vom Spiel aus? Ich bin schon total fertig hier gerade. Ostwald. Okay. Alles klar. Ja, ist alles in Ordnung. Nehme ich gleich ein, wenn ich hochgehe. Weil ich sitze eh nochmal ganz kurz an die Konsole gleich. Also nicht zum Zocken, sondern Film gucken. Ja, nehme ich sie gleich direkt an. Zur Jagdhütte der Hawthorns? Ja, da bist du hier richtig. Die Fähre, die am Fuße des Hügels andockt, bringt dich über den See in den Ostwald.
Wenn du dort an Land gehst, brich gegen Osten auf. Du solltest die Hütte problemlos finden. Die finde ich auch so problemlos, aber egal. Und alles gut. Ich muss ja nur auf Annehmen klicken. Ich kriege nicht so viele Freundschaftsanfragen bei PS4. Also, sollte ich erkennen. Ja, es ist so süß. Wenn du nervös bist, ich hoffe, dass wir bald wieder spielen können. Doch, Gilde sind. Wenn du auf den Server kommst, dann schaffen wir das auf jeden Fall mit der Gilde. Sie ist auf jeden Fall. Aber nee. Ja, dieses Ding ist so knuffig. Muss man denn das unbedingt gleich nur angucken, weil das Ding fliegt? Ich hätte nicht tausende Schafe, Mann. Das ist ja komplett sinnlos. Das stimmt. Es sei denn, man liebt es, Schafe zu erstellen, so wie ich. Ich liebe es natürlich, Schafe zu erstellen. Ich bin auch die Letzte, die was dagegen sagt, wenn andere das machen. Ich habe auch zig Schafe, aber ich liebe es auch einfach. Weil ich halt kein Geld ausgeben möchte, nur damit ich mein Schaf verändere. Bin ich halt ein kompletter Gegner. Das hätten wir. Die Katze ist aber auch niedlich. Mein erstes gekauftes Mount. Diese Katze. Ich weiß noch, wie ich sie damals das erste Mal gesehen habe. Die hole ich mir auch noch. Ja, es gibt so viele tolle Mounts. Ich habe hier einige gekaufte. Danke, diese Biester waren eine Nummer zu groß für mich. Irgendwie hatte ich sie mir kleiner vorgestellt und zahmer. Nein, mein Herr trifft keine Schuld. Ich wollte ja unbedingt auf eine Unternehmung gehen. Aber an die Jagd muss ich mich noch gewöhnen. Vielleicht liegt es auch an meiner Kleidung. Die Strumpfhalter
haben auf die Tiere des Waldes eine ganz andere Wirkung als auf die Kunden. Der Schattenlaube. Eins habe ich gelernt. Der Erfolg einer Unternehmung hängt auch von der Ausstattung ab. Mich gibt's als Mount nicht. Oje, die Kontaktperle. Das muss mein Herr sein. Einen Moment bitte. Werter Herr, ja bitte verzeiht mir. Eine freundliche Abenteurerin hat mir geholfen. Jawohl, wie ihr wünscht. Ich komme sofort zurück. Entschuldigt mich, aber ich muss sofort zurück nach Gridania. Mein Herr scheint etwas ungeduldig zu sein. Dabei hatte ich die Unternehmung eigentlich genossen. Ich werde mit Panel in der Schattenlaube sprechen und dafür sorgen, dass sie euch eine kleine Belohnung gibt. Sprecht sie einfach auf mich an. Jetzt muss ich aber los. Vielen Dank noch einmal für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Und tschüss. So, das hätten wir. Ein einziger ist noch frei. Ein einziger ist noch da. Es wurden in der letzten Zeit viele VIP-Plätze angefordert. Und es dauert, bis ich die nächsten freigeschalten habe. Also wie gesagt, einer ist noch da, die restlichen sind für die Monats-VIPs reserviert. Damit man wenigstens noch für einen Monat VIP sein kann. Wie gesagt, der es zuerst einlöst, der malt in dem Sinn auch zuerst. Ansonsten musst du halt warten, bis ich irgendwo neue Plätze habe. Wenn das fehlt. Ja, wenn du Sonntag da bist, kannst du es schaffen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ich glaube unter den Streams, wenn man auf die Kanalpunkte unten drauf geht, steht ja, wenn du unten auf die Kanalzeichen untergehst, siehst du ja, wie du noch Punkte kriegen kannst. Es sei denn, es ploppt hier noch so ein Grundding auf. Aber wie gesagt, lang geht's jetzt eh nicht mehr. Ich gebe jetzt die Quest noch ab, die anderen noch und dann ist Feierabend. Dann ist Sinsel. Du suchst einen Offizier der Morgenviper? In der Tat, das bin ich. Amalane ist mein Name. Ich erhielt bereits Nachricht aus dem Abaton, dass der Bund der Morgenröte mich zu den hiesigen Silfen befragen möchte. Und drücken angesagt. Mach ich. Hiesigen befragen möchte. Das bist wohl du, wie? Dann will ich ohne Umschweife zur Sache kommen. Die Silfen wirken zwar launisch, aber sind auch äußerst umsichtig. Besonders seit ich die Galliar im Finsterwald herumtreiben. Wenn du jedoch erst einmal ihr Vertrauen erlangt hast, sind sie genauso freundlich wie die anderen Völker auch. Sie haben zwar ihre Eigenarten, aber die haben wir schließlich alle, nicht wahr? Wenn du noch mehr über die Silfen erfahren möchtest, solltest du Rosas Ehemann Rolf fragen. Sein netter Kerl und seine Expertise bezüglich der kleinen Wesen kann niemand das Wasser reichen. Ja, einmal Gridania. Ja, Getränk ist auch leer. Passt ja. Kann ich schon mal gucken. Gibt's doch jemanden, den man raiden kann? Möglich. Möglich, möglich. Ja, es gibt sogar noch jemanden, wo ich hin raiden kann. Oh, das ist toll. Sehr schön. Hoffen wir das noch. Also ansonsten klappt es am Sonntag. Wenn du da reinschauen solltest. Ich habe dich schon erwartet. Gerade war eine Gehilfin hier, die mir erzählt hat, wie du ihr bei der Unternehmung behilflich warst. Vielen Dank dafür. Dass eine Unternehmung derart schief läuft, passiert eigentlich nicht. Ihr Herr hat sich diesmal nicht an die Spielregeln gehalten und seine Gehilfen nicht richtig ausgerüstet. Unsere Gehilfen sind in der Regel sehr zuverlässig. Sie erledigen zwar keine wirklich gefährlichen Aufträge, verstehen es aber, die verschiedensten Gegenstände zu beschaffen. Die Abenteurergilde achtet ohnehin darauf, dass sie von uns keine Konkurrenz bekommt und hat ein strenges Auge auf die Unternehmungen. Wir dürfen nur eine bestimmte Anzahl davon ausführen.
Und das, um das zu kontrollieren, gibt die Gilde Wertmarken aus, die die Gehilfen bei jeder Unternehmung einzusammeln haben. Als Belohnung dafür, dass du der Gehilfen bei den neuen Efeu-Ranken geholfen hast, gebe ich dir ein paar dieser Wertmarken. Damit kannst du deine eigenen Gehilfen auf Unternehmung schicken. Beim ersten Mal stellt er oder sie sich vielleicht noch etwas ungeschickt an. Aber auch Gehilfen werden mit wachsender Routine besser. Versuch es doch mal. Schick einen Gehilfen los und sieh, was dabei rauskommt. Viel Erfolg. Tada! Sonntag bin ich zum Geburtstag. Ja gut. Dann wahrscheinlich erst nächste Woche. Sofern keiner es weiter einlöst. Ja. Ich rüste erstmal nur einen aus. Und zwar Fischer. Einmal. Ja, die komische Maske kann sie behalten. Okay, und da gibt's sowieso nichts. Vielleicht lässt er die jetzt sein. Wenn ich nicht voraus müsste, würde ich das sogar tun. Aber ich überziehe eh schon. Ich lasse mir Zeit, indem ich das hier gerade noch mache. Was ich hier gerade tue. Oh, Alter. So. Das hätten wir. Geht hier auf Erkundung. Habe ich noch irgendwas auszurüsten? Nope. Ja, tatsächlich, länger kann ich es noch nicht mal mehr rauszögern. Länger kann ich es noch nicht mehr rauszögern. Jo. Aber ich bereite einfach kurz eine Raid vor. Hierhin. Dahin. Ja, yeah, ich weiß, dass das Ding gestartet hat. Das Grüne kam jetzt. No. Jo.